Und damit herzlich willkommen zu meinem Hutao Guide hier auf meinem Channel. Sie steht ja demnächst wieder zum Rollen zur Verfügung und ich dachte mir, im Patch 3.4 gibt es wenige Hutao Guides bisher und ich starte jetzt mal meinen eigenen. Da würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Anfangen würde ich gerne bei Hutao mit ihren Talenten. Und zwar als erstes Geleit ins Jenseits, ihr Elemental Skill, ihre E. Ihre E verwandelt die normalen und aufgeladenen Angriffe in Pyroschaden und erhöht den Angriff gemäß ihrer maximalen LP. Das bedeutet, umso mehr maximale LP sie hat, desto mehr machen die Angriffe während ihrem Elemental Skill, ihrer E, mehr Schaden. Das ist auch der Grund, warum ihr Hutao mit LP bauen sollt und nicht hauptsächlich auf Angriff. Ihre normalen Attacks, das heißt ihre ganz normalen Standardangriffe, ihre aufgeladenen Angriffe, solltet ihr nie ohne den Elemental Skill machen, denn die machen dann keinen Schaden. Und zwar habt ihr 9 Sekunden Zeit, eure Gegner anzugreifen. Im Anschluss müsst ihr 16 Sekunden warten, bis die Abklingzeit vorbei ist und dann könnt ihr die E erst wieder aktivieren. Die 16 Sekunden kann man ganz leicht überbrücken in euren Rotationen. Also ihr rotiert ja mit euren Charakter die ganze Zeit und in diesem Zeitraum könnt ihr diese Abklingzeit ganz leicht überbrücken. Das seht ihr aber auch noch im Laufe des Videos. Zusätzlich wird bei aufgeladenen Angriffen mit der E, mit dem Elemental Skill, die Blutblüte auf eure Gegner markiert, mit der ihr dann alle 4 Sekunden Pyroschaden auf den Gegnern drückt. Also alle 4 Sekunden bekommen die Gegner Schaden und diese Blutblüte ist 8 Sekunden lang auf den Gegnern drauf. Das seht ihr auch hier, Blutblütendauer 8 Sekunden. Wenn ihr dann erneut einen aufgeladenen Angriff macht, während ihr eben in eurer E seid, resettet ihr das Ganze. Also der Countdown von 8 Sekunden fängt dann gleich wieder von vorne an. Beim Aktivieren eures Elemental Skills bei Geleit ins Jenseits gibt es einen kleinen Nachteil, den ihr aber als Vorteil nutzen könnt. Sie verliert beim Aktivieren von der E 30% ihrer aktuellen LP. Ihr wollt Hutao am besten immer unter der Hälfte ihrer maximalen LP halten, da sich dann die passive Fähigkeit, hier Feuerrote Wangen, aktiviert. Dieser passive Effekt bringt euch 33% mehr Pyroschaden. Das heißt, solltet ihr mal etwas über der Hälfte an LP haben, kann der elementare Skill, also praktisch die E, dafür sorgen, dass ihr wieder unter 50% kommt. Um den maximalen Schaden aus Hutao rauszubekommen, solltet ihr eigentlich immer darauf schauen, dass ihr unter 50% seid, also unter 50% eurer maximalen LP, damit Hutao natürlich dann nicht so schnell stirbt, weil 50%, ja, da kann einfach ein Gegner mal angreifen und du bist tot. Gibt es ja Schildcharakter wie Diona, Zhongli und Thoma, die aushelfen können. Soviel zum Elemental Skill. Kommen wir zu Hutaos Elemental Burst. Dieser Skill, das ist ein großer Pyro-Flächenschaden-Flächenburst, der beim Treffen von Gegnern LP wiederherstellt. Um den maximalen Schaden aus dem Burst zu holen, solltet ihr nicht vergessen, euren Elemental Skill, eure E, aktiviert zu haben. Denn ihr bekommt durch den Elemental Skill, durch diese passive Fähigkeit hier, nochmal prozentualen Angriffsbonus mit drauf. Zudem müsst ihr darauf achten, auch unter 50 LP zu sein, denn sobald ihr unter 50% der maximalen LP seid, ja, macht dieser Burst nochmal mehr Schaden. Fähigkeitsschaden bei geringen LP 617% hier bei mir und Fähigkeitsschaden ohne, also wenn sie über 50% ist, nur 494%. Also immer darauf achten, Lowlife, den Burst benutzen. Kommen wir zum Hochleveln eurer Talente. Ich bin der Meinung, dass man als allererstes die Standardangriffe hochlevelt, dann den Elemental Skill und dann den Elemental Burst. Wenn ihr natürlich, ja, sagen wir mal, große Gegner, starke Gegner schnell besiegen wollt, dann rentiert sich natürlich den Elemental Burst erst hochzuleveln. Aber um den maximalen Schaden rauszuholen, würde ich empfehlen, erst die Standardangriffe, dann den Elemental Skill und dann den Elemental Burst hochzuleveln. Bei Hutao gibt es eigentlich nur 2 Sets, die so richtig funktionieren. Eins davon ist Brennende Pyrohexe und das andere Gedenken an Shimenaba. Brennende Pyrohexe habt ihr beim Set mit 2 Teilen einen erhöhten Pyroschaden von 15% und beim Set mit 4 Teilen
erhöht den mit den Reaktionen überladen in Flammen und Flammenspross verursachten Schaden um 40% und den von den Reaktionen verdampfen und schmelzen betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um 15%. Erhöht den Effekt eines Zweiersets bei Anwendung von Elementarfähigkeiten 10 Sekunden lang 50% dreifach stapelbar. Im Kurzen und Ganzen geht es darum, das synergiert nämlich wahnsinnig gut mit euren Teamcharakteren, mit euren Teamcomps. Wenn ihr Yelan und Xing Shou bei euch im Team habt, prockt ihr ganz oft die Elementarreaktion Verdampfen. Den Schaden, den ihr mit der Elementarreaktion auslöst, wird um 15% erhöht. Zudem erhöht es den Effekt eines Zweiersets, also eurem Zweiersets hier oben, bei Anwendung von Elementarfähigkeiten 10 Sekunden lang um 50%. Das bedeutet, ihr bekommt nochmal 7,5% hier oben drauf, weil 50% von den 15% sind 7,5%. Bekommt ihr dann da noch oben drauf, sobald ihr eine Elementarfähigkeit nutzt, das heißt eure E oder euren Burst. Das Ganze ist dann auch dreifach stapelbar. Für mich ist das nämlich das beste Set und das einfachste Set, was funktioniert. Das Set Gedenken an Shimenawas erhöht euren Angriff beim Zweier-Set natürlich um 18%. Wenn Hu Tao 15 Energie oder mehr hat, verliert sie 15 Energie, macht aber mit ihren normalen und aufgeladenen oder Fallattacken 50% mehr Schaden für insgesamt 10 Sekunden. Das ist zwar eine starke Steigerung, aber die verlorenen 15 Energie stören euch bei euren Charakterrotationen. Das Set finde ich an sich ganz gut, aber es ist ein bisschen schwierig damit zu spielen, weil das Timing bei euren Rotationen immer passen muss. Und natürlich, wenn ihr das Set optimal nutzt, funktioniert es auf jeden Fall sehr gut. Ich bin dennoch der Fan von der brennenden Pyrohexe. Wenn ihr hier nicht alle richtigen Artefakte habt, könnt ihr beispielsweise auch Wanderorchester. Da könnt ihr auf das Two-Piece gehen für die 80 Elementarkunde. Oder ihr geht auf Zähigkeit der Meleliten, eben für die 20% LP, die ihr noch dazu bekommt. Von dem natürlich Hu Tao auch viel profitiert. Jetzt wird es ein kleines bisschen kniffliger. Hu Tao macht ja am meisten Schaden, wenn sie Elementarreaktionen auslöst. Das bedeutet, ihr braucht eine gute Basis an Elementarkunde, um sehr guten Schaden an euren Gegnern anzurichten. Bei euren Substats solltet ihr kritischen Schaden, kritische Treffer, LP-Prozent, weil Hu Tao ja damit skaliert, Elementarkunde und Angriffprozent drin haben. Wie ich es ja eben gerade schon angesprochen habe, braucht Hu Tao zwingend auch Elementarkunde. Schaut einfach bei euren Substats rein und versucht so um die 100 Punkte Elementarkunde zusammenzukratzen. Ansonsten müsst ihr nämlich bei den Hauptstats eurer Artefakte etwas verändern. Wenn wir jetzt mal auf die Hauptstats schauen, sagen wir mal, wir gehen davon aus, ihr habt genug Elementarkunde aus euren Substats, dann baut ihr auf eurer Sanduhr LP-Prozent, auf eurem Kelch Pyroschaden-Bonus und auf eurem Haarreif kritischen Schaden oder wenn ihr das nicht habt, natürlich kritische Treffer. Jetzt kommen wir zum Oder. Solltet ihr nämlich jetzt aus euren Substats nicht genug Elementarkunde zusammen haben, ich habe das jetzt hier, dann müsst ihr bei eurer Sanduhr eine Elementarkunde-Sanduhr nehmen. Ich habe das hier eben auch schon gehabt, dass ich das Problem hatte. Ich hatte nicht genug Elementarkunde aus den Substats und dann musste ich mich hier auf diese Sanduhr entscheiden, da mir der Schaden bei den Elementarreaktionen gefehlt hat. Damit ihr die richtigen Artefakte auch bekommt und ihr nicht ewig lang farmen müsst, gebe ich euch noch einen kleinen Tipp. Ihr könnt ja hier bei der Werkbank unter der dritten Rubrik hier oben könnt ihr hier brennende Pyrohexe auswählen. Dann einfach so viele Artefakte, wie ihr wollt, es geht bis 39, die ihr nicht braucht, auswählen, hier einfügen und dann durch Artefakte mit dem Effekt oder Artefakte von der brennenden Pyrohexe einfach austauschen. Ich mache euch das mal vor. Ich habe jetzt hier, ja, brauche ich nicht, ja. So, jetzt habe ich drei Artefakte drin und würde im Endeffekt jetzt nun ein Artefakt von brennende Pyrohexe bekommen. Drücke hier auf Artefakte opfern, okay. Und schon habe ich hier eine Blume. Ja, natürlich nicht die beste, aber es ist definitiv viel, viel leichter an Artefakte zu kommen und nicht so nervig.
Bei den Waffen für Hu Tao strahlt der Homa-Stab natürlich auf Platz 1 mit seinem richtig guten Basisangriffswert und seinem kritischen Schaden. Der kritische Schaden ist sogar mehr als der von einem gemaxten Artefakt hier. Also der Stab ist einfach komplett broke. Dazu kommt natürlich auch noch der Effekt, denn der Homa-Stab erhöht die LP um 20% und erhöht den Angriff um 0,8% der maximalen LP. Zudem erhöht den Angriff bei weniger als 50%, also sollte Hu Tao weniger als 50% Leben haben, bekommt sie einen weiteren Prozent der maximalen LP an Angriffsschaden dazu. Die Waffe ist praktisch einfach perfekt für Hu Tao zugeschnitten. Natürlich gibt es auch Alternativen, zum einen die Duelllanze. Die Duelllanze gibt euch eine gute kritische Trefferchance und erhöht auch noch euren Angriff, wenn ihr mindestens zwei Gegner dabei habt, um 16%. Und wenn ihr nur gegen einen Gegner kämpft, dann um 24%. Als dritte Waffe habe ich mir mal den Drachenschreck noch rausgesucht. Das ist eine sehr gute Waffe, wenn ihr sie verfeinern könnt und auch noch dann besonders gut, wenn ihr sie in Verbindung mit Xing Shou oder Yelan nutzt für die Elementarreaktion Verdampfen. Die Waffe ist nämlich dafür hier, die erhöht den von Hydro- und Pyro-Effekten betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um 36%. Da eure Gegner ja dann eh permanent von Hydro- und Pyro-Effekten betroffen sind, habt ihr dann diesen Buff immer permanent. Als nächste Option gibt es die Millilitenlanze. Die Millilitenlanze ist eine wirklich sehr gute 4-Sterne-Waffe, die sehr guten Angriff mit sich bringt und natürlich auch mit ihrer passiven Fähigkeit unterstützt, denn sie erhöht euren Angriff, der mit, also von Hu Tao, für jede Figur aus Liyue in der Truppe um 7% und die kritische Treffer um je 3%. Und das ist vierfach stapelbar. Das bedeutet, ihr habt ja eh dann Xing Shou ist aus Liyue. Und Zhongli beispielsweise ist aus Liyue, wenn ihr die beide schon mit drin habt, dann habt ihr schon mal 14% mehr Angriff und nochmal 6% kritische Treffer und dann ist es auch noch vierfach stapelbar. Also Millilitenlanze auch eine super Option, kann ich auch nur empfehlen. Dann habe ich mir noch gedacht, funktioniert die Schwarzsteinlanze. Kann ich euch jetzt hier leider nicht zeigen, weil ich sie habe, aber die ist eigentlich ganz einfach zu bekommen. Ich blende euch hier mal eine Tabelle ein, wann die Schwarzsteinlanze im Händlershop zur Verfügung steht. Jetzt derzeit ist es ja so, wir haben im Händlershop den königlichen Speer, der eigentlich auch ganz gut ist für Hu Tao, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen. Der königliche Jagdspeer, der wird dann ab nächsten Monat, ab März, durch die Schwarzsteinlanze ersetzt. Das wären jetzt eigentlich so die Waffenoptionen, die ich euch vorstellen wollte, die jetzt 4 Sterne sind. Es gibt noch eine Option, falls ihr gar keine Möglichkeit habt, an 4 Sterne oder 5 Sterne Waffen zu kommen. Da gibt es nämlich noch die weiße Quaste. Die habe ich auch nicht. Tatsächlich ist eine 3 Sterne Waffe, ist total schwierig zu bekommen. Denn die bekommt man nur aus exquisiten Kisten oder höher, also luxuriösen Kisten und so weiter. Und das nur in Liyue. Und ich habe die, glaube ich, ich hatte sie und habe sie aus Versehen als Verstärkungsmaterial benutzt. Und jetzt bekomme ich sie nicht mehr. Also solltet ihr die weiße Quaste haben, dann wäre sie auch perfekt für Hu Tao. Solltet ihr, wie gesagt, nicht an 4-Sterne-Waffen rankommen. Hu Taos Sternenbild ist eigentlich recht einfach und es ist auch sparsam, würde ich behaupten. Das Einzige, was für mich Sinn macht, um auch Ressourcen zu sparen und Primogems zu sparen, ist hier der rote Flug. Denn sobald sie Stufe 1 ist, verbraucht sie bei ihren aufgeladenen Schlägen, das heißt bei ihrer Haupt-Damage-Quelle, keine Ausdauer mehr. Sobald sie einen heftigen Schlag macht, verliert sie keine Ausdauer mehr. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch, wenn ihr keinen Schildcharakter beispielsweise im Team haben möchtet. Dann habt ihr nämlich noch genug Ausdauer, um Angriffe von Gegnern auszuweichen, die zum Beispiel One-Shotten oder allgemein sehr viel Damage dealen. Der Rest der Sternebilder ist natürlich auch super. Kann ich euch auch empfehlen. Aber nach C1, also nach Sternebild Stufe 1, würde ich nicht weitergehen. Jetzt, da sie ja wieder rausgekommen ist mit den neuen Wishes, werde ich sie auf jeden Fall auf Stufe 1 rollen, aber dann auch nicht mehr weiter. Kommen wir mal zu den Teamkombinationen.
Ihr seht jetzt hier das Team 1 von mir. Das besteht aus Hu Tao, Yelan, Xing Shou und Zhang Li. Alle meine Teamcoms haben mindestens einen von diesen beiden noch mit drin, also Hu Tao, Yelan oder Hu Tao, Xing Shou. Das hier ist jetzt aber mein Favorit. Zum einen ist Hu Tao unser Main DPS, ist klar. Ihr Schaden wird durch Verdampfen, durch die Elementarreaktion in dem Team verstärkt. Dann habe ich mir hier Yelan als Sub-DPS dazu geholt, weil sie Hu Tao durch ihren Burst kontinuierlich unterstützt. Eben auch off-field, wenn sie nicht auf dem Feld ist, damit sie Verdampfen auslösen kann. Zudem hat Yelan noch eine Passive in ihren Talenten, die Hu Tao dann eben nochmal mehr bufft, um noch mehr Schaden rauszuhauen. Als dritten habe ich hier Xing Shou dabei. Ja, durch seinen Burst kann er eben kontinuierlich auch off-field das Hydro-Element hinzufügen auf die Gegner. Und als vierten Kollegen habe ich hier Zhang Li mit dabei, weil er Hu Tao mit seinem sehr, sehr, sehr guten Schild Schutz bietet und erhöht eben auch den Angriff vom gesamten Team, indem er das gesamte Set von Zähigkeiten Meliliten verwendet. Ich habe jetzt hier auf Zhang Li auch eben Zähigkeit der Meliliten. Das erhöht nämlich beim Treffen von Gegnern mit Elementarfähigkeiten den Angriff aller Truppenmitglieder in der Nähe um 20% sowie die Schildeffizienz von 30%. Der Effekt funktioniert dann eben auch, wenn Zhang Li nicht auf dem Feld ist. Jetzt kommen wir zu meiner zweiten Teamkombination, die besteht aus Hu Tao natürlich, Xing Shou, Rosaria und Diona. Hu Tao natürlich, weil um die geht's. Hu Tao ist der Main DPS hier in dieser Gruppe. Ihr Schaden wird durch die Elementarreaktion Schmelzen und Verdampfen stark erhöht. Xing Shous Elemental Burst packt natürlich wieder das Hydro-Element auf die Gegner drauf, damit Hu Tao durch ihren Elemental Skill und durch ihren Elemental Burst Verdampfen triggern kann. Zudem kann Xing Shou dann auch die Elementarreaktion einfrieren triggern, weil Rosaria hier mit dem Team ist, zu der ich jetzt komme. Denn Rosarias Haupt-Damage-Quelle ist ihr Elemental Burst. Während ihr Elemental Burst aktiv ist, gibt diese Eislanze, die sie in den Boden rammt, regelmäßig einen kalten Luftstoß ab, der Gegnern in der Nähe Kryo-Damage und das Kryo-Element zufügt. Somit kann eben durch Hu Tao oder Xing Shou die Elementarreaktion Verdampfen oder Schmelzen ausgelöst werden. Als vierten Charakter habe ich Diona noch mit dazu genommen, da ihr Schild natürlich wieder Schutz bewirkt und Hu Tao dann nicht so viel Ausdauer nutzen muss, um Angriffe auszuweichen, die sie one-shotten oder sehr viel Schaden verursachen. Wenn ihr Dionas C6 habt, erhöht es die Elementarkunde bei mehr als 50% Leben um 200 Punkte. Das bedeutet, habt ihr Hu Tao mal über ihren 50% Leben, hat sie nochmal 200 Punkte Elementarkunde mehr. Als drittes Team habe ich einmal Hu Tao, Xing Shou, Sucrose und Toma. Hu Tao wieder als Main DPS, Xing Shou wieder als Support wegen dem Hydro-Element, damit Hu Tao die Elementarreaktion verdampfen procken kann. Und nun zum interessanten Teil. Also Sucrose bietet den Teammitgliedern einen Elemental Mastery Bonus, wodurch dann auch der Schaden von der Verdampfung zwischen Hu Tao und Xing Shou erhöht wird. Das kommt durch ihre Passive hier zustande. Denn erhöht die Elementarkunde aller Figuren in der Truppe, außer sich selbst, beim Treffen von Gegnern mit Windseelenschaffung, also praktisch ihrem Skill, oder verbotene Windseelenschaffung, ihrer Ulti, ihrem Burst, 8 Sekunden lang in Höhe von 20% von Sucroses Elementarkunde. Dazu kommt, sie erhöht die Elementarkunde aller Figuren in der Truppe des jeweiligen Elements 8 Sekunden lang um 50 Punkte, wenn Sucrose eine Verwirbelung auslöst. Sie supportet mit ihren Abilities nochmal Hu Tao um einiges. Also Sucrose ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Als dritten Charakter. Als Nummer 4 habe ich mich dann für Toma entschieden, denn Toma kann Hu Tao mit seinem Schild ganz gut unterstützen und
ist praktisch der Starter, mit dem ihr in den Kampf geht. Ja? Mit Toma packt ihr erstmal das Feuerelement auf die Gegner. Sucrose macht ihre Verwirbelungen, damit der Elemental Mastery Bonus dazu kommt. Dann geht ihr mit Xing Shuo auf den Burst und dann könnt ihr mit Hu Tao richtig viel Damage erzielen. Als letzte Team kommt leider bei mir ein bisschen unvollständig, ist in dem Fall Hu Tao, Xing Shuo, Zhongli und Kazuha. Das ist auch eine der besten Teamkombinationen, die man so mit Hu Tao bauen kann. Wieder mit Hu Tao als Main DPS, Xing Shuo wegen seinem Elemental Burst, um den Hydro-Effekt auf die Gegner zu packen und natürlich die Elementarreaktion auszulösen. Und dann Zhongli, ja, ohne Frage, ja, wegen dem Schild und wegen den Artefakten. Zähigkeit der Milliliten. Und als allerletztes, was natürlich jetzt neu ist, ist Kazuha. Kazuha kann das Team unterstützen, indem er Feinde gruppiert durch durch seinen Elemental Skill. Und dadurch hat man bessere Kontrolle über die Gegner. Zusätzlich kann er seine Teamkollegen einen Damage-Buff geben und er verringert den Elementarwiderstand von Feinden. Deswegen ist Kazuha auch noch eine gute Option als vierten Party-Member. Ich gehe jetzt mit meiner Team-Kombo, mit meiner ersten Team-Kombo hier in die Ebene 12, Raum 1 und schaue, wie schnell ich durchkomme. Zu guter Letzt wollte ich euch noch zeigen, wie man mit Hu Tao Animation cancelt. Wenn ihr euren aufgeladenen Schlag macht, legt ihr immer einen ewig langen Weg zurück. Da vergeht euch viel Zeit, da geht euch viel Zeit verloren, weil ihr ja immer wieder hinter den Gegnern landet. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, könnt ihr während der Animation die Sprungtaste drücken. Ich zeige euch das mal kurz. Und damit macht ihr immer noch den Schaden, überspringt aber die komplette Animation des aufgeladenen Schlags. Ich demonstriere es euch nochmal ganz kurz. Also ihr macht euren aufgeladenen Schlag und drückt springen. Somit könnt ihr die Animation skippen, beziehungsweise canceln. Ich hoffe, das hat euch jetzt nochmal weitergeholfen. So, das war's jetzt mit meinem Guide. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, es hilft euch auch weiter. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben bei dem Guide. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst oder wenn ihr einen Daumen hoch geben könntet. Und wenn ihr natürlich ganz generous seid, dann lasst mir doch auch ein Abo da. Ich denke mal, es gibt immer wieder ein paar Videos, die euch dann helfen würden. Also es ist auch nicht ganz umsonst. Ich bedanke mich bei euch und wir hören uns dann demnächst mal wieder. Bis dahin, ciao. Okay, you should be safe from here. Next time, don't go running around in dangerous places. Of course, if you really insist on adventuring, then be my guest. Adventurers are our VIP clients after all. We even have coupons for you. Oh, do you have a travel buddy? We're having a sale. Second client, half price.